Liebe Freunde, was geht? So, wir kriegen direkt einen Anruf von Travis. Ich habe keine Ahnung, warum. Hey, wir hatten tolle Zeiten mit den Jungs, stimmt's? Jo. Und jetzt ist das hier fast eine Geisterstadt. Aber keine Angst, ich habe die Lösung. Bleib dran, ich melde mich bei dir. Bye. Das schreit schwer nach dem Prestige-Modus. Den schaltet man, soweit ich weiß, weil frei... Oh. wenn man die ganzen... Boah, sag mal schnell. Ja, wenn man die Story fertig gespielt hat. Ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich der Prestige-Modus sein. Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Nach der Hauptstory, die wir jetzt durchgespielt haben, wollte ich noch die Eddie's Challenges machen. Mal gucken, wie weit wir da durchkommen. Ich vermute mal sehr stark, dass wir hier ja, zwei Videos noch für brauchen. Aber gucken wir mal. Eddie's Challenge beginnt. Und ich habe hier Eddie persönlich. Willkommen, Eddie. Danke. Also, erster Lauf, erste Fahrer. Was sagst du? Die sind alle erledigt. Tja, okay. Keine Show? Genau. Sie sind fertig. Okay, das war Eddie. Ein Mann weniger, aber präziser Worte. Und jetzt viel Glück da draußen. Ja, man hat so ein bisschen aus Underground ein bisschen den, sag mal schnell... Aus Underground den, ja, Eddie und auch Melissa da rausgeholt, also diese beiden Charaktere. Eddie, würde ich sagen, haben sie vielleicht noch okay erwischt. Ja, die Melissa, die wirkt irgendwie so, als wenn das so die, keine Ahnung... Als wenn die noch so nebenher sowas kommentiert und so. Keine Ahnung. Ich finde, die hat irgendwie, die sollte... Die wirkt irgendwie falsch. Die wirkt in Underground 1 irgendwie anders. Auch wenn die da eigentlich kein Wort gesagt hat. Hey, weißt du noch, worüber wir gesprochen haben? Wir haben da was vor. Das geht so. Wir nehmen die Super-Events mit den Jungs und wiederholen die besten davon. Aber diesmal auf höherem Niveau. Jede Sekunde zählt. Echtes Racing. Ich habe sogar eine alte Freundin an Bord. Alles klar, Robs? Travis, hört sich super an. Und das Setup, das du wolltest, habe ich schon fertig. Ja, so machen wir es. Wir verfolgen alles mit dieser neuen App auf deinem Telefon. Robin hat da ein bisschen programmiert, nur für uns. Du wusstest nicht, dass ich eine Hackerin bin, oder? Du bist eine Frau voller Überraschung, Robin. Ja, ja, du alter Charmeur. Du willst doch nur, dass ich deine Parktickets verschwinden lasse. Wie dem auch sei. Wir haben 5 Strecken, eine für jeden aus der Gang. Auch ich habe eine, bin ganz stolz drauf. Genau, und ich auch. Du musst jedes Event auf einer Strecke gewinnen, um weiterzukommen. Macht mehr Spaß. Keine Rücksicht auf Verluste. Und das Beste? Sind wir mit allen Strecken durch, wiederholen wir das letzte Rennen. Dann wissen wir, wer der Star von Ventura Bay ist. Naja, es geht um ein bisschen mehr als nur Prestige. Wir haben die ganze Kohle aus Spikes Investmentsfonds geholt, damit wir ein bisschen Preisgeld haben. Er wird's nicht vermissen. Spike wird ausflippen, wenn er wiederkommt. Ach, und außerdem kannst du Rap gewinnen. Check mal die neue App auf deinem Telefon. Mach mich stolz da draußen, Bruder. Ciao. Bye. Bis dann. Haut rein. Meine Güte, waren die aber lange am Telefonieren. So. Melissa nochmal. Die ersten Verlierer sind raus und wir sind weiter. Die Daten fürs nächste Event sind da. Also check deine Apps. Jo, alles klar. Ja, wie gesagt, Prestige-Event, die sind sehr hart. Also sie sind wirklich sehr, sehr hart. Es ist schon krass, was du da wirklich, was du da schaffen musst. Von diesen, ich glaube, das sind insgesamt jeweils 5 Events pro Story. Mal 5 sind 25, ich glaube 26 Events sind das, glaube ich. Lauf 2, an den Start, zeig's allen. Weil das Dream Team ist dann nochmal so ein Abschluss-Event. Oh, Need for Speed Carbon Musik. Das war eigentlich ganz cool, dass du hier auch nochmal die ältere Musik drin hattest. Aber die war halt nur in diesen Eddies Events drin. Das war so dumm. Wie gesagt, ich würde am liebsten die Entwickler schlagen. Need for Speed Carbon. Muss auch ehrlich sagen, für mich ist das eigentlich auch kein gutes Zeichen, wenn
wenn Entwickler irgendwie auf ältere Need for Speed-Teile zugreifen müssen, um was noch geiler zu machen. Weil das zeigt dann schon irgendwie, dass man mehr oder weniger verzweifelt ist, das Spiel noch irgendwie gut zu machen. Gebstoff. Schneller. Wir fahren schon 377, ey. Yes. Neue persönliche Bestleistung. Okay. Jo. Hi, hier ist Melissa. Ich bin nicht wirklich beeindruckt, denn ich lasse mich nicht leicht beeindrucken. Aber du hast es bis hierher geschafft, das muss was heißen. Das nächste Rennen steht an. Check deine App. Jo, bin schon auf dem Weg. Wir ballern das jetzt durch, mir ist das egal. Da gibt es ja auch nicht viel Story hinter den ganzen Sachen. Es gibt ja keine Cutscenes oder sowas. Das ist ja wirklich nur Telefonat und okay, machen. Lauf 3 geht los. Oh, Need for Speed Most Wanted Soundtrack. Da kriegt man schon wieder ein bisschen Bock auf Need for Speed Most Wanted. Scheiße. Das ist nicht so gut. Alter, wie ich denn da hängen geblieben? Na, die werden jetzt auch schneller. Also man muss sich bei den Zeitrennen, da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, weil da gewinnst du nicht mehr so eben. Versuch können wir, glaube ich, noch machen. Habe ich viel Zeit verloren jetzt eben. Ja, das war die Bestzeit, 32,27 Sekunden. Das ist auch nicht gerade schwer, ey.
Nicht gerade leicht, so. Melissa nochmal. Du gehst wirklich deinen Weg. Gut, ich habe den nächsten Lauf in der App gepostet. Sieh's dir an. Bis später. Okay. Nächstes Rennen. Da. Gutes Karma. Ah ja. Diese Wortspiele immer. Ja, aber geht ja ganz gut voran. Ich denke mal, das letzte Event, das wird noch mal ein bisschen länger sein. Das war, glaube ich, kann mich da noch grob dran erinnern. Das hatte auch tatsächlich in Anführungszeichen zufälligerweise. Willkommen bei Lauf 4. Hau rein. Das letzte Event hatte zufälligerweise genau den gleichen Namen wie das Final-Event aus Underground 1. So, Rundkursrennen. Alter, Spiel! Dass der auch so dumm hängen bleibt an der Wand, ne? Wie so Kleber. Das sind sogar drei Runden. Ich meine, okay, eine Runde dauert jetzt nicht lang, aber... Ja, es sind wieder so Momente, wo du echt einen Hass gegen die Fahrphysik kriegst. Und teilweise auch gegen die Entwickler, die sich dann, ich mir denke, so, wie konntet ihr nur sowas entwickeln? Ich habe ja schon selber so ein bisschen versucht, dahinter zu kommen oder ein bisschen geraten und getippt, woran das liegen könnte. Und das ist teilweise auch irgendwie einfach wohl daran liegt, dass die Autos halt zu viele verschiedene Fahrphysiken haben. Weil einige Autos fahren sich ja soweit ganz gut, andere fahren sich total bescheuert. So. Haben wir auch fertig. Also von der Challenge kann man jetzt gerade nicht sprechen. Wie gesagt, die Prestige-Events, das ist eine Challenge. Okay, Kleiner, du schlägst dich gut. Aber dein Glück wird nicht ewig halten. Sieh schon mal in der App nach. Da gibt es die Daten für den nächsten Lauf. Bis dann. Okay. Oh, das ist wieder ein Zeitrennen. Kein Zeitfahren, ein Zeitrennen. Das ist ein Unterschied tatsächlich in dem Spiel. Gut. Wir starten durch mit Lauf 5. Viel Glück. Oh, Nitro Speed 2 Musik. Geil, ich habe kein Nitro mehr. Jedes andere Spiel so, oh, es startet ein neues Event. Wir füllen mal lieber wieder das Nitro auf. Das Spiel so, ich werde dich genauso dahinstellen, wie du eben noch aus dem anderen Event gekommen bist. Jeder Spieler so, what the fick? Kurze Frage, aber ich wollte schon sagen, wo sind die anderen Spieler, also anderen Fahrer? Ah, da habe ich zu spät eingelenkt. Ich bin auch mit Affenzahn.
da entlang gerast. Ein paar Versuche haben wir noch. Ich glaube zwei noch. Leider nicht ganz. Aber, ja doch, ein bisschen, einen Tacken schneller war ich nochmal. Jetzt die Frage, ob ich nochmal eine Runde schaffe. Ich fahre mal noch weiter. Aber ich denke mal, das haben wir gewonnen. Das sollte nicht das Thema sein. Lol. Das hat sogar noch gezählt, aber war nicht mehr schneller. Gut. Melissa hier. Ausdauer hast du ja. Aber es ist noch ein sehr langer Weg bis zum Ziel. Der nächste Lauf startet, damit du Bescheid weißt. Bye. Okay. Wäre ganz cool, wenn wir so die ersten 8 Events fertig fahren, weil oh, der Intro-Song von Need for Speed Underground 2. Ich weiß, der Motorsound ist jetzt ein bisschen dröhnender als die Musik, aber naja. Ich denke mal so, die ersten 8 Events wären ganz cool, weil dann könnte man die restlichen 7 dann im zweiten Video fahren. Und weil das letzte Event halt etwas länger dauert, wäre es ganz cool, wenn man hier die ersten 8 schaffen würde. Tja. So wie immer, die Cops sind jetzt nicht die besten Cops. Die können einen noch nicht wirklich aufhalten und dementsprechend verlieren die einen dann auch wieder. Ich will ja nichts sagen, aber die 1,5 Minuten könnten wir uns jetzt schenken und einfach sagen, ich gewinne einfach. Bin sowieso besser. Okay. Ich finde, so ein Drift-Contest halt echt meistens echt öde. Also Zeitfahren finde ich da sogar noch, oder Zeitrennen in dem Fall, finde ich sogar noch ganz cool, weil das noch ein bisschen spannender ist.
weil du auch wirklich versuchst, so schnell wie möglich den Kurs zu fahren, aber Drift-Contest wird halt, du bist halt die ganze Zeit immer nur wieder am Quergehen und denkst dir, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Und halt die Zeit ein bisschen übertrieben, dass du da 3 Minuten lang fährst, also hätte man schon verkürzen können. Der Zweitplatzierte hat, glaube ich, nicht mal 100.000 Punkte gekriegt. Also, wie gesagt, wir hätten das auch schon früher werden können. Aber nein, wir mussten das ja durchzocken. Schöner Sieg. Travis weiß, wie man seltene Talente findet. Ich will nicht sagen, dass Eddie zittert, aber er hat sich registriert. Das nächste Rennen geht los. Okay. Saturday Night Drive. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir auf jeden Fall noch die beiden Events. Also das 7. und das 8. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Lauf 7. Rennfahrerhimmel. Ah, Pro Street Soundtrack. Okay. Das Skyline fährt sich schon gut, ey. Ein bisschen war oder bin ich auch noch am Überlegen, wenn ich vielleicht auch noch mal zwischenzeitlich ein anderes Auto raushol. Das Problem ist, das Skyline macht momentan zu viel Spaß und wozu? Komm gerade mit dem so gut durch. Okay, ich muss mich erstmal wieder umbringen, weil irgendeine Kante rausgestochen hat. Ja, wir kommen gut durch. Wir kommen tatsächlich sehr gut durch. Gegner sind keine Gefahr. So. Die streiten sich schon seit Ewigkeiten um Autos und Frauen. Ja, das ist das halt. Das spielt immer so ein bisschen auf Dings an. Auf Vanagon 1 und dass das ja irgendwie der Protagonist von damals ist, aber irgendwie, keine Ahnung. Netter Gedanke, aber irgendwie nein. So. Das ist wieder ein Drift-Contest, ne? Ach, kein Bock, Alter. Oder ist das Zeitfahren? Nee, warte. Zuerst nur so, ah, die meisten taugen nichts. Ah, eigentlich können die alle nichts.
So. Ja, fahren wir jetzt noch den Drift-Contest hier fertig. Dann haben wir schon mal die ersten 8 Challenges durch. Das hatte ich richtig im Kopf. Die sind ja nicht relativ schnell zu meistern. Oder was heißt zu meistern? Aber du bist halt schneller, relativ schnell, bis sie die dann fertig fahren. Und ja, dann würde ich sagen, das nächste Video ist dann auch das letzte Video von dem kompletten Let's Play. Über eine Minute. Aber punktetechnisch sind wir gut dabei. Alles easy. Okay. Außer man fährt gegen die Wand. Boah. Das war knapp. Das war nicht knapp. So ein Drift-Contest, der zieht sich schon irgendwie, muss ich selber zugeben, ne? So. War jetzt auch nicht sonderlich schwer. Okay, so. Jetzt hat Eddie auch mal selber mit uns gesprochen. In dem Bild denkst du zuerst auch so, yo, ist der alt geworden. Komm schon, den kriegen wir noch hin. Beschwipster Kringel, ah ja. So. Ja Leute, ich würde sagen, das war's uns erstmal wieder mit dieser Folge. Die ersten 8 Challenges haben wir fertig. Ich glaube, man kann die hier nachgucken. Ne, 9 war das schon? Ne, das wäre das nächste, wollte schon sagen. Also haben die ersten 8 haben wir geschafft und das sind insgesamt 15. Und ja, das nächste wäre dann, kurz nachgucken, wäre da unten. Das ist ein Zeitrennen. Okay, das ist dann wieder die ganze Zeit im Kreis fahren und beste Zeit fahren. Aber das folgt dann in der nächsten und ja, ich würde dann vorerst erstmal sagen, ja, finalen Folge vom gesamten Need for Speed Let's Play. Und ja, dann sind wir damit auch erstmal durch und haben auch, ja, würde ich sagen, so einiges geschafft im Game. Und ja, ich verabschiede mich, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, man sieht sich in der nächsten, beziehungsweise dann auch letzten Folge von Need for Speed Let's Play. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.